Er war Akademiker, Naturalist, Impressionist, Expressionist und vor allem ein Provokateur. Wie kaum ein zweiter Künstler verlieh Lovis Corinth der Malerei neue Ausdruckskraft. Seine Motive, Grenzgänge zwischen griechischer Mythologie und christlicher Leidensgeschichte, intimes Genrebild und subjektive Landschaftsimpression. Die Nazis verbieten ihn als entartet. Die Ostdeutsche Galerie in Regensburg würdigt den außergewöhnlichen Künstler nun zu seinem 150. Geburtstag mit einer umfassenden Ausstellung. Angelika Kellhammer hat sie für uns besucht. Er hat die Kunst nie bedient. Er hat sie gebeugt, durchdekliniert ins kitschige, ironische, große. Die Malerpranke hat zugeschlagen, Skandale losgetreten, gemalt, als wäre ein Gegenstand auf einem Bild etwas Handgreifliches. Corinth ist als Künstler so aufregend, weil er jeden Stil seiner Zeit beherrschte und trotzdem immer einen Schritt weiter wollte. Das Scheitern dabei ist Teil seiner Kunst. Am Ende eines Malerlebens stehen seine wunderbaren Walchenseebilder. 60 hat er gemalt, materialisiert in Öl das große Schauspiel eines Augenblicks. Der alte Corinth löst die Welt um sich auf in Gefühl, Bewegung, Farbe. Der berühmte Maler vom Walchensee. Wer war das? 1858 in Tapiau in Ostpreußen geboren und aufgewachsen. Was bleibt, sind quälende Erinnerungen an eine lieblose Jugend und die Gemeinheiten von 5 älteren Stiefgeschwistern. Selbstzweifel, Depression und Alkoholexzess sind lebenslange Begleiter. Das Verbergen hinter Rollen vielleicht eine Art Schutz. Eine Rolle war die des Provokateurs. Er wollte Skandal und Erfolg und holte die mythologischen Stoffe in die Realität. Jetzt geht es um Lust und Haut. Noch hinter den kitschigsten Sujets ist er ein großartiger Maler. Seine Salome bringt ihm den Durchbruch 1911 in Berlin. Corinth dekliniert den Körper im Bild und probiert von impressionistisch bis altmeisterlich die Stile durch. Da arbeitet sich einer an der Kunstgeschichte ab und demonstriert in jedem Bild sein Können. Nur, was will er sagen? Manche Bilder sind wie Parodien. Die mythologischen Figuren sehen aus wie eine verkleidete Faschingsgesellschaft. Statt den aufgetragenen Landschaften malt Corinth seinem reichen Auftraggeber Kampfszenen mit Odysseus. Groteske, merkwürdig überspannte, brachiale Bilder am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Mädchen mit Stier. Ein unerhörtes Selbstporträt. Das Mädchen ist seine Verlobte und sie führt einen Stier, Inbegriff der männlichen Potenz, am rosa Samtband vor. Daneben diese großartigen Porträts von Freunden und Weggefährten. Hier gibt Corinth wirklich etwas von sich her, wird persönlich. Jetzt spricht ein Maler, der nach einer Wahrheit sucht, nach dem, was hinter der bloßen Erscheinung liegt. Modern ist er auch in seiner Selbstbefragung. Lakonisch stellt er sich neben den Tod, der entmystifiziert ein anatomisches Modell ist. Körper und Rest. Da ist der gepanzerte Mann. Einer, der seine innere Welt gegen eine äußere abschirmt. Und der Maler, der das Ich malt. Das Ich, das sich wundert über den Körper, der da vor seinen Augen zerfällt. Der den Körper als sterbende Hülle begreift. Ein Ding, mit dem wir ein kleines Stück durch die Zeit reisen.